Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Baphomet Fluch 5, der Sündenfall. Wir sind das letzte Mal hier drin stecken geblieben. Genau, wir sind durch den Kamin gekommen, nach langem Rumgerätsel, wie die Statuen jetzt richtig zu stehen haben und welche Statuen jetzt da aufgebaut werden müssen. Wir haben es jetzt geschafft. Ich glaube, Nico ist in der Bibliothek, soweit ich mich noch erinnern kann. Aber aktuell spielen wir George Stobbart und wir versuchen jetzt herauszufinden, das sieht man ja schon hier an dem alten Typen, wir versuchen jetzt herauszufinden, was dieses Fresko für Geheimnisse beinhaltet. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach mal an und für die lieben YouTuber nicht wundern, es ist eine Twitch-Aufnahme, also falls ich mit dem Chat rede oder wie auch immer, es ist eine Twitch-Aufnahme. Okay, dann legen wir los. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir geblieben sind. Huch! Es war ein Lüster mit einer einzelnen Kerze. Eine Lüster. Gut, ich denke mal, größer muss ich mich nicht machen, das passt. Mit einer einzelnen Kerze, okay. Es war ein Lüster mit einer... Okay, haben wir ein Feuerzeug vielleicht? Wir haben Streichhölzer. Wir haben Streichhölzer. Genau, was hier gefehlt hatte. Stimmungsvolle Beleuchtung. Vielleicht noch ein paar Kuschelkissen? George, hier ist Nico nicht dabei. Ich weiß nicht, ob Kuschelkissen mit dem alten Mann, mit Marquez, so sinnvoll sind. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Kerze. Jehova und Lucifer. Wir gucken uns nochmal die Statuen an. Ja, Lüster habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Marquez hatte gesagt, diese Statue zeige Jehova. Okay. Okay, das war's. Okay. Mal schauen. Marquez hatte mir gesagt, die Statue zeige Lucifer. Ja. Okay, die Glaslinsen. Das Fresko. Wir schauen uns das nochmal an. Ja, wir schauen uns das nochmal an. Und wir hatten ja gesehen, also hier finden die Kreuzritter und die Märtyrer. Die Kreuzritter sind hier mal gerade am Aufräumen, so ungefähr. Diese Personen... Katharer, die den Schlechtern des Albigenserkreuzzugs über die Pyrenäen zu entkommen suchten. Sie schienen etwas zu tragen. Ja. Und alle, die flüchten, scheinen etwas zu tragen. Also ich bekomme überall die gleiche Aussage. Wir haben hier oben... Ich muss echt nochmal gucken. Oh. Junge. Okay. Ach so, da steht... Da können wir... Können wir? Nein, können wir nicht. Okay. Katharer auf dem brennenden Scheiterhaufen. Okay. Ritter des Albigenserkreuzzugs. Mhm. Okay. Und eine Stadt... Eine Stadt im Norden Kataloniens. Gut, und das steht bei allen Städten. Also wir haben hier auch die einzelnen Wappen, die wir auch schon im Haus, wo wir gerade sind, gefunden haben. Und das Einzige... Wir haben hier diese Glaslinsen. Oh. Oh. Die Farbe wechselte von Gelb zu Grün. Oh. Bevor ich hier Simons Unterlagen... Nee, einmal bitte... Und zwar bin ich am Überlegen, ob es mit diesem Textabschnitt... Oh nee, warte mal. Hier... Denn es war das Licht Edens, blau und grün, verbunden mit dem Licht des Menschen, um rein zu werden. Also ich würde sagen, blau und grün. Und nein, das waren die Statuen. Ich bringe jetzt gerade was durcheinander. Ich bin gerade durcheinander. Ist es das reine Licht, weißes Licht? Reines Licht wird siegen. Na toll. Das fängt ja echt gut an. Reines Licht. Wir haben jetzt die Grün. Farbe wechselte von Grün. Nee, wir machen die Farbe wir machen mal wechselte blau. Von Türkis zu Blau. Wir machen mal Blau.
Und machen wir bei, ups, nee, da bitte. Machen wir bei Lucifer grün. Ich glaube zwar. Ich glaube, ich habe was im Fresko gesehen. Die Farbe wechselte von gelb zu grün. Warte. Schaut mal. Wir gucken uns das Fresko jetzt nochmal an. Das heißt, was ist jetzt hier dargestellt? Irgendwelche Wege von da oben von... Die Bergfestung Montségur, in Flammen nach der Eroberung durch die Kreuzritter. Okay. Das ist jetzt die Frage. Ich erkenne jetzt hier, laufen die Leute lang. Das sind, kann es sein, dass das eventuell Fluchtwege sind oder so? Also so würde ich es jetzt verstehen. Das ist jetzt so meine Vermutung. Aber was soll mir das sagen? Wir reden mal mit Marquez. Señor Marquez? Nein? Ja? Ah. Oh. Okay, wir müssen ihn leider alles fragen. Also zurücklegen, Kaffee in die Hand nehmen. Warum war dieser Raum so gut versteckt? Nach Montségur hielten sich meine Vorfahren lieber im Verborgenen auf. Nicht einmal ich wusste als Kind von diesem Ort. Okay. Dieses Fresko bedeutet etwas, ganz sicher. Ganz sicher. Das ist keine reine historische Abbildung. Nein. Es ist ein Geheimnis darin verborgen. Alle diese Figuren, die die Pyrenäen überqueren. Eine von ihnen muss die echte Tabula Veritatis tragen. Ja, aber welche? Das ist hier die Frage. Jehova. Und Jehova ist also Gott, richtig? Er ist die zentrale Figur abrahamitischer Religionen. Aber er steht nur für einen Aspekt unseres gnostischen Credos. Die materielle Welt. Okay, und Lucifer? Und diese Statue ist Satan? Nicht Satan. Lucifer. Okay, also nicht böse? Die Kirche hat Lucifer zum Dämon stilisiert. Aus Eigennutz. Er steht für die spirituellen und intellektuellen Elemente der Welt. Gut und böse sind Produkte des menschlichen Daseins. Okay. Sie sprechen von Gleichgewicht. Was meinen Sie damit? Harmonie entsteht aus dem Gleichgewicht zwischen Jehova, der Ordnung bietet, und Lucifer, der das Streben ins Spiel bringt. Nur durch den Einfluss beider gelangt der Mensch zur Erleuchtung. Sieht das Licht. Okay. Sie sagen also, die Katharer sind Gnostiker. Die Katharer waren eine auf dem Gnostizismus fußende religiöse Strömung des Mittelalters. Heutzutage nennen wir uns einfach Gnostiker. Okay. Die Tabula ist also der Schlüssel zur Macht Gottes? Ja. Sie ist ein Gegenstand von unerhörter Macht. Dieser Albigenser-Kreuzzug muss eine blutige Sache gewesen sein. Kaum jemand hat überlebt. Und doch war er nur eine Episode einer 2000 Jahre währenden Verfolgung. So, die Linsen. Was hat es mit den Linsen in den Händen dieser beiden Statuen auf sich? Sie verändern eindeutig die Farbe des Lichts, das auf das Fresko fällt. Aber wieso? Und wozu unterschiedliche Farben? Na toll. Bedeutet all das farbige Licht etwas, das auf das Fresko fällt? Ich weiß es nicht, Senor. Dabei bin ich auf Ihre Hilfe angewiesen. Das ist jetzt aber doof. Okay. Okay.
Was haben wir denn sonst noch? Ich bin am Überlegen, ob ich einfach mal hier bei Jehova mal das grüne Licht mache. Genau. Ja, Die ja. Farbe wechselte von Magenta, Ja. die Farbe wechselte von Rot, Ja. die Farbe wechselte von Gelb zu Grün. Wunderbar. So. Jetzt haben wir nur den. Ich guck einmal. Einmal dir bitte das Fresko anschauen. So. Gut. Das heißt, wir haben jetzt hier nur diesen Weg und diesen Weg, was auch immer das bedeutet. Ich weiß es nicht. So, jetzt gucken wir hier nochmal, was, wenn ich hier ein Blau einstelle. Die Farbe wechselte von Grün zu Türkis. Nein, ich möchte Die Blau. Farbe wechselte von Türkis zu Blau. Dankeschön. Das bedeutet was, oder? Guck dir das Fresko doch bitte an. Wir haben die gleichen Wege wie vorher. Ich dachte wegen der Musik, dass das jetzt, dass das irgendwas bedeutet. Das Problem ist, dass er auch nicht irgendwie diese Wege sich anguckt. Manu. Okay, ich muss jetzt noch mal gucken, weil ich vermute, das ist der einzige Hinweis. Und das war ja bezüglich der Statuen in der letzten Aufnahme beziehungsweise in der letzten Folge, haben wir das ja mit den Statuen irgendwie hingekriegt, mit den grünen und mit den blauen. Deswegen dachte ich, dass wir hiermit oder diesen Teil des Textes abgeschlossen haben. Und jetzt geht es mir um dieses. Ich bin mir aber nicht sicher, dass reine Licht weißes Licht, reines Licht wird siegen. So stand es geschrieben in den alten Schriften, bekräftigt durch die Tabula Veritatis. Und dies waren die letzten Worte. So, jetzt muss man nur wissen. Reines Licht, weißes Licht. Wie kriege ich das hin? Blau und grün. Verbunden mit dem Licht des Menschen, um rein zu werden. Was ist denn mit der Kerze? Wir haben ja nun mal die Lüster. Haben wir ange. Oh, ah nee, das war das Fresko. Was ist mit der Lüster? Es war ein Lüster mit einer einzelnen Kerze. Die Wenn ich. Kerze brannte. Das ist gut. Irgendwas bedeutet diese Kerze. Wenn ich diese Kerze zum Beispiel mit dem Das Außen. wollte ich mit ziemlicher Sicherheit nicht verbrennen. Nee. Reflektieren. Schade. Ich habe gehofft, dass die Kerze vielleicht das reine weiße Licht wäre. Na toll. Durch das Fenster. Fenster fiel Licht auf das Glas in der Hand der Statue. Okay, das war mir auch schon klar. Gibt es hier sonst noch etwas? Treppe nach unten? Ich beschloss noch etwas zu bleiben. Ich war sicher, hier oben gab es noch mehr zu entdecken. Nein, wir sind hier durch. Ach, Schande. Okay, das ist echt alles nur das Fresko, aber was soll ich machen? Weiß. Jetzt muss man sich an den damaligen Kunstunterricht erinnern. Keine Ahnung. Es habe gar keine Das Ahnung. war eine kunstvoll verzierte Scheibe, unterteilt in sechs farbige Segmente. Ich probiere Die jetzt. Farbe wechselte von Grün zu Türkis. Was passiert, wenn ich Türkis lasse? Was hat sich irgendwas. Ich glaube aber, soweit ich sehe, es fehlt ein Weg. Okay. Oh, wenn man jetzt nur wüsste, auf was ich zu achten. Also ja, im Grunde weiß ich es ja.
Die Farbe wechselte von Türkis zu Blau. Wechselte von Blau zu Magenta. Magenta? Ich gucke mir jetzt nochmal das Fresko an. Okay, jetzt kommen hier andere Wege. Major Teebeutel, hallo und ich glaube, frohes neues Jahr. Wir haben uns dieses Jahr, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich hoffe, dir geht es gut. Ach ja, Mensch, einfach mal deinen Text lesen. Ich hoffe, dir geht es gut, du bist gut durchgekommen und schön, dass du da bist. Siehst du wieder meine großen Fragezeichen über den Kopf? Die hab ich gerade. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was diese Wege bedeuten. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn der Plan des Freskos ist oder was ich machen muss? Also keine Ahnung. Aber vielleicht muss ich alle Wege darstellen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Okay. Ich drehe jetzt einfach mal hier weiter. Wir kriegen mit jeder Farbe kriegen wir. Die Farbe wechselte von Magenta zu Rot. Genau. Mit jeder Farbe kriegen wir. Wow. Okay, wir haben jetzt den blauen, den Magenta und den roten Weg. Der geht dahin. Mir fehlt noch in diese Stadt und in diese Stadt. Also, wenn ich jetzt sage, ich lasse den einen jetzt mal so, ich aktiviere hier mal das Grüne. Hier haben wir Blau. Die Farbe wechselte von Blau zu Magenta. Ist okay. Farbe wechselte von Rot zu Gelb. Gelb hatten wir noch nicht. Ich lass mal eben Gelb. Das war jetzt wohl ungünstig. Ja, okay. Okay. Dann mache ich mal, ich mach's jetzt nochmal auf Gelb. Wechselte von Gelb zu Grün. Okay. Nope. Wir müssen es. Die Farbe wechselte von Grün zu Türkis. Ja. Genau. Der Weg geht jetzt da unten hin. Ich habe das Gefühl, gerade eben hatten wir mehr Wege. Wir hatten eben noch mehr Wege. Die Farbe wechselte von Türkis zu Blau. Ich komme noch drauf. Also ich bin der Meinung, das sind die einzelnen Wege, die wir darstellen müssen. Mein Problem ist aber, jetzt fehlen uns wieder diese Wege. Das glaube ich ja nicht. Warum kann ich die Kerze nicht einfach einen Ticken näher stellen? Vielleicht. Die Farbe wechselte von Blau zu Magenta. Ich bin ganz entspannt. Ist ja heute ein Silenzio-Tag. Ich komme noch drauf. So, wir haben jetzt diesen Weg. Wir haben den Weg in die Stadt. Uns fehlt dieser Weg. Hier unten geht's hin. Der hier ist nicht versorgt. Also ich glaube wirklich, dass das was mit den Personen zu tun haben, die alle was zu tragen haben. Okay.
Wir kriegen's hin, wir kriegen's hin. Die Farbe wechselte von Magenta zu Rot. Das Blöde ist, dass ich... Nein. Wir kriegen's hin. Die Farbe wechselte von Rot zu Gelb. Nein. Aber welche hatte ich denn jetzt am Anfang gehabt? Die Farbe wechselte von Gelb zu Grün. Nein, ich glaube, das war blau gewesen. Kann das sein? Ich bin mir gerade ganz unsicher. Die Farbe wechselte von Grün zu Türkis. Es ist immer so, wenn man so ein Point-and-Click-Adventure nach einer Woche mal wieder anrührt. Die Farbe wechselte von Türkis zu Blau. Ja, man muss auch erstmal wieder reinkommen.